Leute, herzlich willkommen zurück bei U3 BFG Edition. Und das ist ein Zombie. Ich korrigiere, es war ein Zombie. Okay. Halt, da liegt Munition. Das sieht so aus, als wäre hier wieder irgendwas versteckt. Ja, eine Rüstung. Chups. Das sind eigentlich mal gute Secrets. So, Lebensenergie habe ich voll. Aufzüge. Ich liebe Aufzüge. Und das war Sarkasmus pur so nebenbei. Oh. Hallo Pinky, aua! Blödes Drecksvieh. Hey, Imp! Und hopp! Okay, das war mehr als blöd, was ich hier jetzt gemacht habe. Zurück in den Wartungssuger. So, und schon kann es weitergehen. Pinky braucht 2 bis 3 Schuss mit der Shotgun. Das fasziniert mich immer wieder irgendwie. Das ist nur ein Rundgang. Lol. Kann ich hier durch? Nein, ich habe keinen PDA von der Delta-Aufsicht. Das empfinde ich als schlecht. Boah, es ist hier dunkel. Das sieht auf der einen Seite total cool aus, aber auf der anderen Seite total bedrohlich. Alles schön festgemacht mit HDMI-Kabel. Moment. Oh, die große Zombie-Parade. Das war ein Schuss im Ofen, würde ich mal sagen. Ihr habt mir nicht mal was mitgebracht, das finde ich jetzt schon eine Frechheit. Ups. So viel zum USC-Laptop. Bestrafe den Sterblichen. Ja, bestraf mich. Bestraf mich, schlag mich. Gib mir dreckige Namen. Chain-Gun! Der hat auch eine Chain-Gun. Vielleicht sollte ich mal das Schießen aufhören, wenn er schon tot ist, hä? Huh? Noch so einer, noch so einer, noch so einer, noch so einer. Erwischt mich ja eh nicht. Ah, ich korrigiere. Toll, dass man die Chain-Gun auch drehen lassen kann, wenn man immer so Mickey Mouse-Taste antippt. Ups, das war einmal zu viel. Jetzt wäre ein Medikit ganz praktisch. Jetzt komme ich wieder keins. Wieder typisch. Typisch. Jetzt würden Leute mit der Chain Gun auf mich zulaufen. Oh, Kekodine, hallo. Du wurde die Form des Ballonmonsters. Lad schneller nach. Delta Labs 1. Nee, da will keiner hin. Keiner will in die Delta Labs. Kanzler Spawn habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Wäre mal interessant zu wissen, wo der rumguckt. Hey, jetzt sind wir hier. Ah, das habe ich mir schon geholt. Shit. Ich hab schon wieder vergessen, wo ich hin sollte. Ah, Revenant. Nein! Ah! Ah! Shit! Da stiefelt er mich einfach nieder. Darf man ja keinen sagen, darf man das ja nicht. Ich hätte mal gerne BFG oder sowas. Den Code habe ich von Ewigkeiten schon mal gehört, aber ich bekomme das Ding einfach nicht. Ich sag gleich noch. So, Peitschenheini. Die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Da bin ich schon durch, oder? Naja, hier war ich schon.
Was sagt denn mein PDA? Finde das Hauptportal. Finde einen Weg zurück zu den Aufzügen in der Delta-Hauptlobby und fahre in die unteren Etagen. Hauptlobby? Die war doch hier irgendwo. Ist das die Hauptlobby? Ich weiß, ich bin schon wieder panisch am Speichern, aber es hilft alles nichts. Nicht mit der Chain Gun, nicht mit der Chain Gun. Nicht, wenn ich nur 12 HP habe. Ich korrigiere, wo ich nur noch 4 HP habe. Da bei der Aufzug. Oh, ist das fies. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn ja auch noch einer mit der Chain Gun drin gewesen wäre. Aber egal, wir sind in Delta Labor Sektor 2A. Das macht meine Situation auch nicht besser, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich will da nicht mehr sein mit 4 HP. Oh, biologische Forschung. Steht da schon auf der Abdeckplane, das kann was werden. Ich gehe rechts. Wups. Ja, mein kleiner Imp, das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Oh, Medikit und Rüstung. Ich bräuchte aber mehr Medikits. Meine Wunden sind zu tief. Es kommt Ketchup von den Wänden. Oh. Hatte ich einen kleinen panischen Anfall oder eine kleine panische Episode. Was willst du überhaupt? Da springen noch Bröckchen weg vom Tor, so lecker. Ich hätte gern Medikit. Ist denn das zu viel verlangt? Hey, zwei Dreamcasts. Glück. Und statisches Flimmern und Rauschen. Schön. Ebene 1 und Ebene 2. Nee. Ich gehe erstmal aufs Klo. Ich muss auch mal. Was blubbert da so komisch? Sitzt da wer? Ich will nichts sagen, aber ich höre irgendwas atmen. Was atmet da? Hä, ja, die haben gleich zwei Klopapierrollen. Was geht da in dem Stall vor? Kann ich da irgendwie rein? Macht was ihr wollt, ich gehe wieder. Hey, ihr könnt gerne ins Badezimmer gehen, der Stall ist frei. Klopapier ist auch genug da, geh weg. Jetzt nach oben. Ins Archiv. Das Klo war mir zu dreckig, da mache ich nicht mein Geschäft. Nee. Peitschuss lass. Ludus. Anders ausgedrückt, Peitschendruder. Wir sollten echt mal mehr Medipacks verstecken, aber gut, ich spiele auf Veteran, von dem her. Dürfte ich mich eigentlich nicht beschweren, oder? Da liegt ein Medikit und ich höre seltsame Geräusche. Happy Birthday to me. Okay. Oh, ich habe ein PDA gefunden. Aua! Oh, die können Karate und Kung Fu und so. Ach hey. Was war's mal mit meiner Lebensenergie? 20.
Sie besitzen noch 20 Lebenspunkte. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Möchten Sie gerne neue Lebensenergie bestellen? Bitte klicken Sie jetzt hier. Kostet Sie nur 99 Cent. Sei still. Lebensenergie. Der Spinn ist schon offen. Es sind aber nur Computerteile drin. Da werde ich mal sagen, wir gucken in den PDA. Wenn ich meine Maus finde. Die guckt wohl irgendwo auf dem zweiten Monitor rum. E-Mail. Psychopharmika heute eingetroffen. Dr. Relay? Zur Erinnerung. Ihre bestellten Psychopharmika sind heute eingetroffen. Hier stehen mehrere große Kisten herum. Und wir sind derzeit etwas knapp an Leuten. Es wäre eine große Hilfe, wenn jemand von Ihrer Abteilung kommen und die Lieferung abholen könnte. Überlastet. Dr. Rayleigh. Wir belegen die verfügbaren Krankenbetten schneller, als wir Patienten entlassen können. Tatsächlich kann überhaupt noch niemand entlassen werden. Mich beunruhigt die Frage, wo wir weitere Patienten unterbringen sollen, falls der aktuelle Trend bei den Tests anhält und wir keine Ursache für die Psychose feststellen können. Stell sie einfach in den Gang. Beobachtung des Personals. Audiolog des medizinischen Beraters Peter Raleigh, 29. Oktober, 21:45. Wir haben alle bekannten Formen medikamentöser Behandlung ausgeschöpft, um diesen seltsamen Ausbruch von Demenz irgendwie aufzuhalten. Und ich warte noch auf Daten von den Psychiatern auf der Erde. Uns gehen die Optionen aus. Etwa 80% aller Teilnehmer an außerplanetaren Expeditionen lassen innerhalb von 48 Stunden nach ihrer Rückkehr Anzeichen einer leichten Neurose erkennen. Innerhalb von 72 Stunden weisen 75% der Patienten extreme Anzeichen paranoider Wahnvorstellungen und Gewalttätigkeit auf. Wir haben diese Fälle isoliert, in der Hoffnung, das Pathogen zu finden. Bislang haben wir keine biologischen Verunreinigungen finden können, die derart drastische Veränderungen in den kognitiven Prozessen bewirken würden. Was auch immer das Pathogen ist, es greift offenbar höhere Hirnfunktionen an und lässt primitivere Funktionen im unteren Hirnstamm intakt. Ein hoher Prozentsatz der Subjekte verliert die Fähigkeit zu rationalem Denken und zwischenmenschlicher Kommunikation. Und dann treten die körperlichen Veränderungen auf. Die Subjekte in dieser Gruppe scheinen dahin zu schwinden. Die Haut wird bleich, die Muskeln schlaff. Knochen, Zähne und Fingernägel werden fast durchsichtig. Sie werden zu Adern durchzogenen, sehnigen Versionen ihrer selbst. So etwas ist mir in meiner ganzen Laufbahn noch nie begegnet. Wir beobachten die Situation weiter. Sehr interessant, was hier mit den Leuten passiert. Tod von Steve Jensen. Audiolog des medizinischen Beraters Peter Raleigh. 1. November 21:45. Heute um 15.43 Uhr verstarb Patient 0432. Private Steve Jensen von der UAC Panzertruppendivision Darklight an einer selbst zugefügten Schusswunde. Der Vorfall ereignete sich etwa 110 Stunden nach seiner Rückkehr von einer Expeditionsmission. Private Jensen litt an paranoiden Wahnvorstellungen und ausgeprägter Demenz. Die Behandlung war nicht erfolgreich. Er war das letzte überlebende Mitglied seiner Gruppe. Vier weitere Mitglieder seines Trupps, die mit Private Jensen zurückgekehrt waren, verstarben kurze Zeit später an Verletzungen, die sie bei dieser letzten Mission erlitten hatten. Vor Private Jensens Tod wurde beobachtet, dass er sowohl in seiner Muttersprache als auch in einer völlig fremden Sprache brüllte, von Dämonenhorden, die unsere Seelen fressen. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei der anderen Sprache um Aramäisch. Aus Sorge um die Sicherheit in dem Bereich habe ich in meinem Büro ein wenig Ausrüstung hinterlegt. Schön, du hast Ausrüstung hinterlegt, aber mit welchem Code? Schließfach 112. Du hast Ausrüstung hinterlegt, aber du sagst den Code nicht. Was bist du für einer? Habe ich das überhört? Nee, da hat kein Cook gesagt. Natürlich jetzt blöd. Was piept denn da die ganze Zeit? Hm.
Kommst du voran, Marine? Dein Weg ist sinnlos. Du stirbst und deine Seele gehört mir. Oder die Wolfe, Revenant, Gatling-Truppen. Überläufer. Nettes Achievement. Da habe ich ganz schön was zu tun, weil da zwei Gatling-Kerlchen dabei sind und ein Revenant. Vergeht dir das Lachen ganz, ganz schnell. Data Labor Sektor 2, Mitarbeiter Aktenlager. Data Labor Sektor 3, Sicherheitsbüros, Forschungslabor. Okay, Gatling Gun. Oh, die Tür geht auf. Das ändert die Sache natürlich. Oh Gott. Das sieht ja einladend aus, oder? Testkammer 1, Überwachungsraum rechts. Ich gehe mal in die Testkammer. Ladidadidai. Lebt der noch? Wer ist da? Gott sei Dank. Sie sind keiner von ihnen? Ich dachte, alle wären weg. Ich war dabei. Ich half ihm. Wir waren so verrückt, das Portal zu einer anderen Dimension zu öffnen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben das Böse hereingelassen. Der Schutzstabilisator am Portal fiel aus, als Betrüger das Gerät an sich nahm. Ein Artefakt aus den Ruinen. Er nahm es mit ins Portal und brachte die Hölle hierher. Sie müssen mir erst helfen. Ich versuche, die Teleporter wieder in Gang zu bringen. Um uns herum ist alles zerstört. Wir können also nur auf diese Weise rauskommen. Ich brauche einen funktionierenden Plasma-Induktor. Damit bringe ich den Teleporter wieder zum Laufen. Suchen Sie in den Betriebsräumen. Ich habe Sicherheitsfreigabe. Ich kann Ihnen die Türen öffnen. So. Die Zeit drängt. Beeilen Sie sich. Okay, ich habe was an meinen PDA geschickt. Die Frage ist, wo ist der Bericht jetzt? Wartungssicherheit? Nee. Unter Privat wahrscheinlich, oder? E-Mail. Forschungsarchiv der Seelenwürfel. Bericht eingereicht von Ian McCormick. Ich arbeite schon seit einigen Wochen am Seelenwürfeln. Ein faszinierendes Artefakt mit, wie sich herausstellt, einigen erstaunlichen Eigenschaften. Gestern habe ich eine neue Glyphenmusterabfrage geschrieben und sie die Nacht überlaufen lassen. Damit hat der Linguistik-Computer endlich die verbliebenen Glyphen knacken können. Der Seelenwürfel ist eine Waffe in jedem Sinn des Wortes und er wurde offenbar gebaut, um die Kreaturen zurückzuschlagen, die diese alte Zivilisation überfielen. Wenn ich es richtig verstehe, gewinnt der Würfel im Kampf weitere Macht durch jedes Leben, was durch seinen Träger genommen wird. Wenn der Würfel voll aufgeladen ist, kann er selbst die stärksten Kreaturen töten. Noch eindrucksvoller aber ist, wenn er eine Kreatur tötet, überträgt er die Lebenskraft dieser Kreatur auf seinen Träger. Ich weiß, das klingt nach Magie und ich habe den Würfel noch nicht aktivieren können, um meine Theorie zu überprüfen, aber so verstehe ich den Inhalt der Glyphen. Die Glyphen besagen auch, dass man 5 Kreaturen töten muss, bevor er aufgeladen ist, und dann teilt er einem erstaunlicherweise mit, dass er bereit sei. Er ist fast wie ein fühlendes Wesen. Ein fantastischer Fund. Ian McCormick, CC Forschungsarchivlager. Okay, das ist der Soul Cube. Den lernen wir später noch ein bisschen näher kennen. Und die Tür ist kaputt. Okay, Forschungsreini, du machst da mal weiter. Ich gehe dabei mal hier rüber in Kammer 1. Dekontaminierungsprozess. Ja. Oh. Oh, wunderschönes Rot. Dekontaminierung abgeschlossen. So, jetzt bin ich wieder pointiv rein. Waffenweise Muni. Ach je, wo sind wir denn hier gelandet? Ziel konnte nicht erfasst werden. Fehler in Plasmaleitung
außer Austausch erforderlich. Gott, ich hab's ja nicht so mit dem Lesen. Okay, Fehler in der Plasmaleitung. Da springe ich nicht runter. Das könnte sich erst tödlich anlassen. Kann es sein, dass ich wieder zurück muss? Dekontaminierungsprozess eingeleitet. Ah, das ist schöne Rot. Dekontaminierung abgeschlossen. Ein schöner Tag. Hätte ich vorhin aufgepasst, wüsste ich, wohin soll. Wir haben nicht viel Zeit. Holen Sie den Plasma-Induktor. Schnell. Ja, Plasma-Induktor. Wenn du mir sagst, wo ich den Plasma-Induktor herbekomme, dann hol ich den Plasma-Induktor. Ach ja, mach mir die Türen auf. Aua! Ja, so kann man 64 Lebenspunkte vergeuden. Warum jagst du mich durch das Dunkel? Wow, das hätte jetzt schon das Ende sein können. Schön, dass ich auch nur Munition finde und nichts zum Heilen. Finde ich super gut. Da ist ein Heilpack. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, liebe Leute, wir machen hier einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Doom 3 BFG Edition mit 8 Lebenspunkten und dem Tod im Nacken. Ich sage wie immer, stay tuned and so long.